Marbacher TV. Ah, wir sind hier am Schwarzenbergplatz bei einer Demonstration. Ich spreche mit Monika Weinrichter. Hallo? Worum geht's hier? Hier geht es uns darum, dass die neuen Elektro-City-Busse für uns überhaupt nicht mehr hörbar sind, dass wir die nicht wahrnehmen, dass die uns also einerseits gefährden, weil wir ja die Gefahr haben, dass wir von ihnen überrollt werden, und andererseits können wir sie auch nicht gut benutzen oder so gut wie gar nicht benutzen, weil wir nicht hören, wann sie kommen überhaupt in die Station. Sie merken vielleicht, da rundherum ist es sehr laut und man hört dann den Bus eben nicht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt da vor dem Café Schwarzenberg vom Vorderausgang hinausgehen würde, dann ist genau auf Gehsteig-Niveau, ohne dass ich es als blinde Person überhaupt merke, die Nebenfahrbahn, wo auch der Bus fährt, der Elektrobus, und der Elektrobus ist überhaupt nicht hörbar. Wenn ich da den Bus nicht höre und alleine gehe, werde ich zusammengeführt, ja, weil ich das einfach nicht merken kann. Weil für blinde Menschen sind unhörbare Busse genauso gefährlich, wie unsichtbare Busse für sehende Menschen wären. Und ich sehe das nicht ein, dass da so ein Rückschritt passiert, während Behindertenorganisationen den Countdown runterzählen zur Barrierefreiheit, wären für uns unbeabsichtigt wahrscheinlich, also ganz sicher unbeabsichtigt, aber wären einfach neue Barrieren für uns aufgebaut, für blinde Menschen. Was ist Elektra genau? Elektra ist unsere Initiative. Wir wollen das Ganze als vereinsunabhängige Bürgerinitiative, ziehen wir das auf. Weil ich denke, es betrifft auch andere Gruppen als nur Blinde, es betrifft Kinder, es betrifft Jugendliche, die mit den Augen am Handy sind, es betrifft ältere Personen, sogar Radfahrer. Also letztes Mal bei unserer letzten Veranstaltung haben wir 130 Unterschriften gesammelt in ein paar Stunden für unsere Petition, weil so viele sehende Menschen zu uns gesagt haben, ja, das ist nicht nur für Blinde gut, das ist für uns auch gut. Ich bin auch schon oft erschrocken über ein Fahrzeug, das plötzlich da war. Wie ist das jetzt in anderen Ländern geregelt? In den USA ist es am besten geregelt. Da ist es nämlich so, dass eigentlich schon ab September 2014 ein verpflichtendes Warngeräusch für Elektrofahrzeuge hätte kommen sollen. Es ist jetzt verschoben worden auf 2016, aber immerhin gibt es da schon eine klare Regelung, dass es eben vom Fahrer nicht deaktivierbar sein darf, dass es dort ist es halt so geregelt, dass es bis zu einer gewissen Geschwindigkeit auf jeden Fall aktiv ist, dass man sich darauf verlassen kann und dass es eben nur von der Werkstätte umgestellt werden kann. Bei uns in Europa ist jetzt eine Verordnung beschlossen worden, die wesentlich schlechter ist. Da steht jetzt drinnen, dass es nur bis 20 km/h kommen soll und dass es jederzeit vom Fahrer abschaltbar ist. Und dann habe ich ja überhaupt keine Sicherheit, wenn ich rechnen muss, der Fahrer schaltet das vielleicht gerade aus oder es wird ein Dämpfungsschalter auch sein, dass es leiser geschaltet werden kann. Und das Ganze kommt sowieso erst ab 2021 und es wird von gesetzlicher Seite keine Nachrüstung geben für die Geräte, für die Elektrofahrzeuge, die jetzt schon auf den Straßen unterwegs sind. Was kann ich mir unter ein Geräusch vorstellen? Ein andauerndes Piep, Piep, Piep? Derzeit steht in der EU-Verordnung, das ist vernünftig, was drinnen steht. Es soll einem Motorengeräusch ähneln, weil ein Motorengeräusch kennt man schon. Da weiß man dann, dass das ein Fahrzeug ist. Wenn ich jetzt irgendein Piepsen oder wie uns Wiener Linien damals vorgeschlagen haben, ein Handy klingeln nehmen für den Elektrobus, dann ist das nicht brauchbar. Also weil damit erstens rechnet man dann nicht damit, dass das ein Fahrzeug ist, bis man dann draufkommt, dass es ein Fahrzeug ist. Also es wäre einfach sehr gut, wenn das entweder ein Motorengeräusch ist, das wäre das Beste, oder eine zweite Variante, die ich mir noch vorstellen kann, wäre, dass es dann für alle Fahrzeuge dasselbe Geräusch sein müsste. Wenn es ein anderes Geräusch sein soll als ein Motorengeräusch, dann muss es einheitlich sein, damit man sich dann darauf einstellen kann, dass man dass da eben ein Fahrzeug kommt. Ja. Sie haben zuerst gesagt, dass Behindertenorganisationen jetzt den Countdown zählen und alles wird versucht besser zu machen und dann gibt es für die Blinden Verschlechterungen. Das waren Ihre Worte zuerst. Jetzt meine Frage, sehen Sie sich nicht als Teil der Behinderten? Natürlich sehe ich mich als Teil der Behinderten, aber ich finde es umso mehr schade, dass es für die Blinden da im Bereich der Elektrofahrzeuge einfach so eine massive Verschlechterung gibt, die einfach sehr wenig berücksichtigt wird. Ja? Ich meine, die Stadt Wien steckt jetzt Millionen Euro in E-Taxis, also Elektro-Taxis und E-Car-Sharing, das kommt alles demnächst und da ist überhaupt kein Warngeräusch vorgesehen. Und jetzt sage ich, da sehe ich eine Diskrepanz. Auf der einen Seite wird immer gesprochen von Barrierefreiheit und es passiert ja auch viel, ja, also Leitlinien gibt es, es gibt die Absenkungen der Gehsteckkanten, das finde ich alles gut, ja. Aber ich finde, es darf nicht vergessen werden, dass da eben sozusagen
unsichtbare, unwahrnehmbare Fahrzeuge jetzt kommen für blinde Leute und dass ich mich dann nicht mehr auf der Straße bewegen kann und alle anderen blinden und sehbehinderten Menschen. Weil selbst wenn ich grün habe bei der Ampel, kommen die Abbieger oft sehr dahergeschossen und ich muss die hören. Wenn ich die nicht höre, dann renne ich vors Auto.